Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder. Ja, ich habe es mir geschafft, ein Video zu machen. Ich weiß sicher, also gefühlt zumindest schon eine ganze Weile nicht mehr. Ja, ich hatte einfach gerade beruflich einiges zu tun und Umstrukturierungen und ähnliches. Deswegen hatte ich einfach keine Zeit. Und jetzt ist es irgendwie total blöd, weil es jetzt irgendwie immer schon dunkel ist, wenn wir nach Hause kommen. Und das Licht ist wirklich nicht so besonders, aber ja. Ich hoffe, man sieht was. Ich gucke es mir einfach mal an und wenn ihr das Video seht, denke ich, es ist zumindest so gut, dass man irgendwas erkennen kann. Und zwar habe ich heute mal wieder was in der Küche, was ich euch zeigen wollte. Und ja, ich bin eigentlich drauf gekommen, weil ich mir eigentlich abends nur einen Tee machen wollte und habe dann um 11 Uhr angefangen, abends noch mein Tee- und Kaffee-Fach aufzuräumen, ein bisschen zu organisieren. Sorry. Und ja. Ich habe gedacht, vielleicht zeige ich das einfach mal, was ich da gemacht habe. Ich hoffe, man sieht was. Also ich habe das hier oben. Moment, ich habe eine perfekte Lichtquelle hier oben. Das ist hier oben. Und ja, kann ich das jetzt? Ah, na gut. Also hier habe ich, also das ist ein recht hoher Schrank, ja. Also ja. Ja, ich filme wirklich mit einer Taschenlampe. Ist ein recht hoher Schrank und ich wollte aber die Höhe weitestgehend ausnutzen und habe eine Kaffeedose gefunden. Ja, das ist irgendwie auch so eine Werbedings, die ziemlich genauso hoch ist wie der Schrank. Und dadurch aber auch recht schmal. Und dann habe ich, fülle ich den Kaffee immer rein und das weg. Ich habe dahinter noch so ein Backup-Kaffee, dass halt immer was da ist. Und ich muss das nur noch ein bisschen gucken hier. Wenn es der nächste Kaffee, also bei dem braucht man ja nicht. Also wichtig ist natürlich, dass man den ersten Kaffee in der Hand hat. Und dahinter habe ich, Entschuldigung, ich bin so klein, noch eine Dose. Ich muss mal das andere aussehen. Das nächste, also einmal habe ich Kaffee gleich greifbar und das nächste ist der Tee, den ich greifbar habe. Und da habe ich hier einfach so eine Holzbox günstig gefunden, wo ich einfach die ganzen verschiedenen Teesorten drin habe. Finde das ganz übersichtlich. Und hier hinten sind dann die Sachen, die ich nicht so oft brauche. Also Teefilter, braunen Zucker, in den Teedings habe ich so losen Tee drin, den ich auch eher selten nehme, in der kleinen Dose auch. Und hinten, ich muss mal gucken, hinten in der Box, das ist eine, die man da oben aufklappen kann, da habe ich so verschiedene kleinere Tüten drin. Ich hab's. Und hier habe ich solche Sachen drin, also diese kleinen, das ist glaube ich Kakao und Latte, sowas in die Richtung. Und das habe ich hier einfach reingesteckt, damit man die ganzen einzelnen Packungen hat und habe einfach die oberen Laschen an den jeweiligen Packungen hier dran gemacht. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen blöd ausgeht. Ja, dann habe ich das hier dran gemacht, dass ich genau weiß, was hier drin ist, aber ich nicht von jedem einzelnen die Packung habe und auch nicht diese einzelnen Tüten irgendwo rumfliegen habe. Und wie gesagt, das ist jetzt eher selten, also das nehme ich nicht regelmäßig, deswegen kann das schön weit hinten in den Schrank rein. Dann der Kaffee, falls der erste Kaffee ausgeht. Und ganz greifbar natürlich der ganz Kaffeedose, ganz normal. Und halt auch ganz vorne mein normaler Tee, den ich, wenn dann brauche. Ich habe jetzt noch hier eine neue Teepackung gerade gehabt, die muss ich noch einsortieren. Die habe ich jetzt einfach nur oben drauf gestellt. Also, ja, wie gesagt, ich finde es ganz clever, dass das einfach alles so ein bisschen zusammen ist. Alles, was so in die Richtung geht, was man dafür braucht. Da will ich dazu, sieht es ein bisschen schöner aus. Und ja, versucht einfach Sachen ein bisschen zu ordnen, weil ich weiß, gerade Tee hat man immer verschiedene, da hat man 10.000 verschiedene, na gut, 5, 6, 7 verschiedene Teepackungen rumfliegen und gerade wenn man so wenig Platz hat, sind diese Kisten, wo man das einsortieren kann, wirklich sehr sinnvoll. Und auch wenn man andere Tütchen, irgendwas, wenn es Brausepulver ist, alles in eine Box tun. Und auch hier wieder mein Tipp, die den Platz nach oben benutzen. Also dann wirklich auch Dosen finden, entweder die sich stapeln lassen oder die lang und schmal sind, dass man einfach nach oben den Platz nutzt. Und gerade wenn die lang und schmal nach oben sind, kann man die halt rausnehmen. Und weil stapeln muss man halt immer, das, wenn man jetzt die unterste Box haben will, muss man das alle rausnehmen und kommt dann unten ran. Deswegen den Platz nach oben nutzen und alles ein bisschen sortieren einfach mal wieder. Ja, also und das hat, ich glaube, 10 Minuten gedauert. Und ich fühle mich besser, weil ich weiß, dass es ordentlich ist. Okay, das soll es gewesen sein. Viel Spaß euch auch und ich trinke jetzt lecker Tee.